Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within 2. Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo stehen geblieben. Ein komplett anderes Szenario. Ich will sehen, was hier noch kommt, was sich hier verbirgt. Hier sind Türen. Nimm lieber die Flinte. Da irgendeiner Tür. Ah, ich bin voll. Dann kann ich hier so eine nehmen. Hinter irgendeiner Tür wird sich bestimmt ein Zombie befinden. Ich lass mich überraschen. Okay, hier gibt es nichts zum Looten. Einfach eine leere Zelle. Schrotmunition. Okay, der sagt nichts. Okay, aber eine Karte gibt es hier unten leider nicht. Oh. Keine Tür. Einmal Waffenteile. Okay, hier ist ein weiterer Durchgang. Zu einer Zelle. Eine Kugel konnte ich aufnehmen. Pistolenmunition. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt aufsteht. Der hat nicht mal hier irgendwas gegeben. Okay, da komme ich nicht rein, raus. Rein, raus, rein, raus. Das Spielchen kennt ja jeder. So, diese Tür. Ist die letzte Tür. Sich die auch noch abschlachten erstmal. Ja, und die lassen auch nichts fallen, die sind so geizig. Ich sehe rotes Gel. Hallo? Hört mich jemand? Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Moment. Nein. Noch immer hier. Es war kein Traum. Hallo? Hört mich jemand? Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Ich tue, was immer Sie wollen, nur bitte. Lassen Sie mich raus. Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ich will raus. Cool wäre, wenn die Schatten an sich hier noch irgendwas zeigen würde, also von Bewegung. Okay.
Das war die Frau. Okay, wie weiter geht es? Mit einer verschlossenen Tür. Okay, das waren die zwei verschlossenen. Yes. Okay. Okay. Was geht hier vor? Reingucken kann man leider nicht. So, jetzt falle ich bestimmt runter. Bestimmt, ich kann nämlich auch nicht runterrutschen. Nur durch den Fall können sie sich erheben. Aber ich würde gerne mal wieder meine 70 Punkte eintauschen. Jetzt habe ich sie schon, kann sie nicht benutzen. Sie haben alles verloren. Ihr Versagen führte zur Untätigkeit und dann zur Verzweiflung. Und die Verzweiflung zur Selbstzerstörung. Wer ist das? Sieht aus wie ein Priester. Hilft er mir vielleicht? Also ich kann auf jeden Fall nicht rennen. Du wolltest es nicht sehen. Es ist alles deine Schuld. Du bist ein Versager. Deinetwegen ist deine Tochter verloren. Du konntest sie nicht retten. Sie haben den Schlüssel zur Linderung ihrer Qual. Ich kann sie zum Schloss führen. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Okay, das brennende Haus. Sie können Ihre Vergangenheit nicht ändern. Nur annehmen. Laufen Sie darauf zu. Nicht davor weg. Ist das... Lily? Stört mir überhaupt gar nicht. Mann, was habe ich für ein schlechtes Aim. Hau ab! Was soll dieses Zeichen? Stefano hat sich hier widersetzt.
Stefano. Die kannten sich. So, was ist hier? Harpunenbolzen. Gibt's hier auch Heilung? Also die brennenden Viecher, die halten ganz schön viel aus. Munition voll. Ach, das ist Heilung. Dann nehme ich das. Pistolenmunition, 30 Schuss und Rauchbolzen. Okay, hier komme ich nicht mehr hoch. Hier drin habe ich alles abgesucht, ja. Linden kann ich ja nicht mehr nehmen, nachgeladen ist auch. Aber ich habe wenig von den Sniper. Oh, endlich ein Spiegel. Und hier geht's dann weiter, oder? Okay, ich loote erstmal. Okay, da geht's dann hoch. Sehr weit, wie es aussieht. Hier ist ein Blutbad. Okay, mehr gibt es hier nicht zu holen. Also, wo ist der Spiegel? Da. Da ist auch nichts mehr. Also einmal durch. So ist mein Schießstand nicht mehr da. Ich hätte so Lust drauf. Da ist nichts mehr. Die Katze ist auch nicht mehr da. Das ist schon komisch. Also irgendetwas passiert hier. Waffenteile 300, ja. Und ich habe noch einen Schlüssel, glaube ich. Na, müsste ich eigentlich noch haben. Detective Castellanos, schön Sie wiederzusehen. Dieser Ort hier ist die Hölle. Wahrhaftig. So viel Leid und Tod. Ja, man braucht Stärke, um ihn zu durchqueren. Stärke und Willenskraft. Ich weiß nicht, wie viel ich noch verkraften kann. Sie haben ihre Grenzen noch nicht erreicht. Die Antwort darauf, warum Sie wirklich hier sind. Warum ich wirklich hier bin? Weil ich Lily retten will. Ja, aber um das zu schaffen, müssen Sie zuerst andere Herausforderungen bestehen. Okay, wir haben es verstanden. Mein Sie werden Upgrade. Immer stärker. Aber es wird hier auch immer gefährlicher. Es ist keine Schande, sich auch mal zu verstecken. Und ich kann... ...Ihnen dabei helfen. Okay. 20.000. Viertausend, 3.000. Hier werde ich auch nichts machen können. 5.000. 12.000. Ah, nee, geht nichts.
Ich hab noch einen Schlüssel. Also noch einmal rein. Willkommen zurück, Detective. Wieder Munition, es gibt einfach kein Gel mehr. Ist alles Betrug. Herstellen. Ich denke mir, 8 Stück nehmen wir hiervon mal mit. Schockbolzen. Nehmen wir auch mal ein. Nein, 1. Rauchbolzen. Na komm. Explosiv. Ja, die waren gar nicht so verkehrt. Kunen, machen wir auch eine. Okay. Wir haben so viel Zeugs nämlich. Da kann man ruhig mal was verplempern. 300 Waffenteile. Kann ich die Pistole weiter upgraden? Okay, um noch mehr Munition zu verballern. Aber ich denke, für die Zeitlupenfunktion ist das gar nicht mehr so verkehrt. So, ich werde das jetzt mal erstmal testen, um zu sehen, wie das ist. Dann drücke ich Dreieck, okay. Okay. Schön. So, hier war nichts gewesen. Wo ist die Leiter? Da. Ist gut getarnt mit dem Hintergrund hier. Hier gibt es ja noch eine Leiter. Welche Tür nehmen wir? Achso, es ist keine Tür. Dieses Symbol muss es ergeben. Schon wieder das.
Okay, ich hab's, glaube ich. Einmal so rum. Dann so rum. Auch nicht. Zack, zack. Okay, es muss mehr so spitz werden. Ein gerader Strich nach unten. Könnte das hier schon mal gar nicht funktionieren, oder? So ist schon mal gar nicht verkehrt. Nein, das wollte ich nicht drehen. Das hier war's, oder? Die zwei. Muss das doch so sein, oder wie? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Es sah nämlich überhaupt nicht bündig aus, deswegen war ich mir da nicht sicher. Okay, weiter geht's in der Party.
Okay. Sieht aus wie das Abwasserdings hier, wo wir waren und das große Vieh da war. Sebastian Castellanos, endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Wer zur Hölle sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen, mein Freund. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex? Einen von euch habe ich heute schon getötet. Natürlich haben Sie das. So gehen Sie mit jeder Herausforderung in Ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Und sehen Sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die Sie selbst erschaffen. Nehmen Sie die Waffe runter. Benutzen Sie statt Ihrer Fäuste doch einmal Ihren Verstand. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind Sie? Ich würde es Ihnen ja sagen, aber Sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Ich kann Sie von Ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann Sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren Sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Warte! Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Wer ist denn ich das könnte jetzt? Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Kümmer dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Was zum Teufel geht hier vor? Kriegt ihr mich nicht klein? Das hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viele Male. Noch mehr? Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Okay. Aber auch.
Will auch so ein Maschinengewehr. Heute nicht, du Penner. Also die schießt. Ich höre noch mehr von denen. Hinterseite. Hier drüben. Was wo denn? Okay. Dürfen sich nicht zusammenrotten. Ist das für ein Lärm? Scheiße. Vorsicht! Was ist das für Dinger? Karl, töte sie einfach. Hier gibt's ganz viel. Ich glaube, viel das sind die letzten. Bist du dir da sicher? Los, wir müssen weiter. Hier lang. Also lass mich doch erstmal hier looten und machen und gucken. Grillen bei den Castellanos. Also war die Trophäe gewesen. Okay, dann gehen wir weiter. Ja, Pistolenmunition gibt es hier ganz viele. Waffenteile. Danke. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. Na, das hoffe ich doch. Aber ich bin voll. Jupp. Voller geht's nicht. Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach die Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Und hier bist du, also... Moment. Warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen. Und Mobius. Für immer auszuschalten. Warte kurz. Was ist... Erstmal will ich mich hier umsehen. Okay, sieht aus, als hätten wir hier alles gesammelt. Wo ist die Frau? Wo ist die Frau hin? Ich wollte sie doch nicht alleine lassen.
Scheiße. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Warte mal. Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Offen sein konnte. Hier drüben! Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Okay, ich hebe. Na los! Oh, geht's? Lass mich helfen. Schieb deinen Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Okay, hab ihn. Danke. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Bitte. So alt bin ich noch nicht. Also hatte Kidman die ganze Zeit den Plan, Mobius auszuschalten? Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. Du solltest stolz auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Ich verstehe nicht. Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erstmal verdauen. Bestimmt. Aber bleiben wir bei der Sache. Da müssen wir rüber. Hilfst du mir kurz? Klar, natürlich. Bereit? Alles gut, ich hab dich. Ja, alles okay. Hey. Willst du mich hier zurücklassen? Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Erstmal die Bubus eingepackt, bevor sie da rauspullern. Teil des Plans? Der Plan. Ja. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Nur wir vier. Ich, Kidman, Myra und Theodore. Theodore? Pater Theodore? Pater Theodore. Ich nenne ihn einfach Theodore Wallace. Kennst du ihn? Flüchtig. Aber er will Lily nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Und wie sollte das Ganze nun laufen? Sobald Myra und Theodore Lily haben, wollten Theodore und ich Lily rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Stem kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Was ist schon einfach? Ich denke mal nicht, dass ich hier was finde. Oh nein. Das war dein Unterschlupf. Was ist? Psst. Scheiße. Probleme. Da. Schnell, mir nach. Okay. Viel zu deinem Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Okay. Ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay.
Hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Einen Bogen um die machen, wenn sie brennen. Aber wenn die nicht brennen, kann ich hier ausschalten, oder wie? Okay, das scheint zu funktionieren. 700 Gel. Ist da Loot? Nur eine Flasche. Okay, noch mehr brennende Dinger. Danke. Das sind ja noch mehr. Okay, ich glaube, hier ist die Sniper wahrscheinlich gar nicht mehr so verkehrt. Jo. Sniper sagt goodbye. Das ist auch eine Flasche. Okay. Na komm, die können wir ausschalten. War doch gar nicht so schwierig. Da funktioniert. Was hier? Schießpulver. Ja, ich glaube, das werden wir auch gut gebrauchen. Wo lang? Hier lang denke ich nicht. Hier hoch können wir nicht. Oh.
Okay, es hat sich erledigt. Okay, ich wusste gar nicht, dass die Taschen auch irgendwo anders rumliegen. Ich hab gedacht, immer nur bei diesen Agenten. Aber dieser Flammenwerfer-Typ fehlt noch. Schön, also gehen wir rein. Tja, so kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Tja, ich habe doch meine Pistole geupgradet, da muss ich doch ein bisschen ballern. Zu Hause ist es am schönsten und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal. Flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig. Solange ich ihn nicht scharf mache. Die hat die Kisten geplündert, die Sau. C4. Also, was machen wir mit Theodore? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodore zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodore. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Sebastian? Wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lily? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodore gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Ich hätte noch ein paar Fragen, bevor ich gehe. Kapitel 11. Du sagtest, Myra sollte da bleiben und sich um Mobius kümmern. Aber wie? Sie setzt Stem gegen sie ein. Jeder bei Mobius hat einen Hirnchip, der es ermöglicht, den Stem ohne weitere Auswirkungen zu betreten. Der Chip erlaubt ihnen den Zugang und Vorteile, die normale Leute nicht haben. Und ihr habt euch diese Dinger einpflanzen lassen? Es ist nicht so, als hätten wir eine Wahl gehabt. Myra sollte ein Signal durch den Stem zurückschicken, das alle Mitglieder von Mobius über ihre Hirnchips ausschaltet. Wie eine ferngesteuerte Massenlobotomie. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Wenn wir es nicht tun, bringt Mobius Lily zurück in den Stem und tötet uns alle wegen Ungehorsam. Es ist die einzige Möglichkeit. Kidman soll das ausgeheckt haben?
Sie hat mich nach Beacon geschickt. Sie hat zugesehen, als Lily in den Stamm kam. Es sieht dir nicht ähnlich, Mobius zu verraten. Du bist ein Außenstehender, Sebastian. Du weißt nicht, wie Kidman wirklich ist. Sie musste ihr wahres Ich geheim halten, um nah genug heranzukommen und zuzuschlagen. Aber warum jetzt? Warum nicht, als sie den neuen Stamm gebaut haben? Wir brauchen Stamm, um das Signal zu senden, dass Mobius erledigt. Als Lily als Kern ausgewählt wurde, beschlossen Myra und Kidman, dass es Zeit wäre zu handeln. So wie es gerade läuft, könnte das unsere einzige Chance sein, es zu schaffen. Wie ist Theodore Wallace in all das hineingeraten? Theodore hatte die Idee, das Signal durch den Stamm zu senden. Aber wenn ich so darüber nachdenke, wollte er wahrscheinlich nur selbst Mobius übernehmen. Verdammt, ich wusste, dass man ihm nicht trauen kann. Der Kerl ist allglatt. Das ist sein Ding. Er kann Leute von allem überzeugen. Uns hat er davon überzeugt, dass er uns hilft. Ja, ich kenne solche Typen. Die wirken immer so, als wären sie die besten Freunde, bis sie einem in den Rücken fallen. Gerade noch ertrank ich fast in einer Welle aus Blut in Theodors Höllenloch. Und plötzlich bin ich in diesem Haus mit dir. Ich verstehe nicht, wie du mich gefunden hast. Ich auch nicht. Ich habe bei meinem Unterschlupf nach Vorräten gesucht, als aus diesem verlassenen Haus eine Mädchenstimme kam. Ich habe nachgesehen. Nur war da kein Mädchen, sondern du, als hätte man mich zu dir geführt. Eine Mädchenstimme? Bestimmt Lily. Aber wie? Schwer zu sagen, wie oder warum hier drin Dinge passieren. Der Stamm war schon vor ihrer Flucht unberechenbar. Aber jetzt? Ich mache mir schon lange keinen Reim mehr auf die Dinge. Na schön, das war die Kommunikation mit Dingsbums. Auf jeden Fall, wir gehen erstmal speichern. Und dann wisst ihr schon, die Folge ist vorbei. Wir haben eine neue Bekannte gefunden. Kapitel 11. Hier drinnen wird wahrscheinlich eine neue Waffe sein. Aber, liebe Leute, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Haut rein und auf Wiedersehen. Tschüss.